Hallo, ich zeige euch heute, wie ihr in Clash Royale farbig schreiben könnt im Chat. Dazu geht ihr einfach in den Chat und schreibt erst eine größer als oder kleiner als Zeichen, keine Ahnung, dann ein kleines C und dann geht ihr auf zum Beispiel color-hex.com und dort seht ihr dann den Code für die ganzen Farben. Zum Beispiel nehme ich jetzt ein Grün. Das wäre dann in dem Fall 0, 0, FF, 0, 0. Dann macht ihr ein kleiner als Zeichen oder so. Dann schreibt ihr euren Text. Wuhu, in grün schreiben. Und dann macht ihr wieder ein größer oder kleiner Zeichen. Ein Backslash heißt er, glaube ich. Dann ein C und dann wieder ein kleiner Zeichen. Das ist der Code für die Farbe. Also da drin seht ihr dann eure Nachricht. Und zwischen den größer kleiner Zeichen darf kein Leerzeichen sein. Das heißt, ihr müsst größer Zeichen C. Und wenn ihr das dann schickt, dann habt ihr den Text in grün und das könnt ihr dann in allen Farben machen. Also zum Beispiel, wir machen jetzt mal Pink oder Weinrot. Ich weiß auch nicht, was es ist. Also wieder ein größer, kleiner Zeichen C und dann die Farbe heißt CC0066 und dann wieder ein geschlossenes, größer, kleiner Zeichen. Dann schreibt ihr irgendeine Nachricht und ich weiß jetzt nicht, ob es rosa ist oder sowas, also nicht aufregen bitte. Und dann wieder ein Backslash. Ein C, ein großer, kleiner Zeichen. Die müssen genauso angeordnet sein wie hier. Und dann habt ihr eine Schrift. Okay, es ist eher Weinrot oder ich Blutrot, keine Ahnung. Ja, also falls euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mich gerne abonnieren.